Kulturschock 95. Im August 1995 treffen sich 300 DPSG-Roverinnen und Rover aus der Region Mitte und bauen gemeinsam eine Stadt. Das Offenburger Messegelände wird zu Kulturschock City oder Schockingen umfunktioniert. Bürgerinnen werden als Kulturschockerinnen bezeichnet. Jede Roverrunde bildet eine Institution in der Stadt. Schock, 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 Kultur, 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 Kulturschock. Hallo! Wir sind die sieben Leute von der Dokumentation und wir waren für euch 10 Tage lang auf dem Kulturschock 1995, das tolle Unternehmen der Roverstufe. Und hinter uns sind wir jetzt gerade am Ende. Wir waren 10 Tage da und zeigen euch jetzt, was hier gegangen ist. Es drängt mich, euch vielleicht so zunächst mal Hallo zu sagen. Guten Tag, Kulturschock, hallo! Ich möchte euch bitten, diesen Luftballon jetzt zwischen die Lippen zu nehmen und aufzublasen. Aber nur aufzublasen, sonst nichts. Ja, gib alles! Und jetzt eröffnen wir das Lager mit einem... Wie nennt man das dann? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall mit einem riesen Quietsch aus 250 Luftballons. Ja, hervorragend. Kulturschock 95 ist eröffnet. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mit der Kandidatinnen- und Kandidatenvorstellung einfach beginnen. Der Einfachheit halber, weil in dieser Reihenfolge, wie es hier hängt... Hier haben wir gerade Alexander Müller. Er lässt sich auch für die Präsidentschaftswahl aufstellen. Und jetzt werden wir mal kurz interviewen, was er denn für ein Programm hat. Ja, also ich habe mich eigentlich mehr oder weniger aufstellen lassen, um etwas gegen den Drogenkonsum hier auf dem ganzen Platz zu tun. Weil da wird morgens um 11 Uhr schon Bier getrunken und geraucht. Und außerdem diese permanente Musikbeschallung, das finde ich auch nicht so gut. Ja, ich glaube, vielleicht gibt es noch ein paar Verständigungsprobleme, aber ich glaube, sonst könnte man uns das gut arrangieren. Aber ich bin eigentlich nicht für irgendwas anderes, sondern für das, was eigentlich sein sollte. Und sage einfach, rettet die Wahlen. Was sind deine Ziele? Was willst du erreichen? Nun, Ziele sind hauptsächlich nur einmal eine kulturelle Förderung des Ganzen hier, wobei zu kulturell selbstverständlich auch Kneipen gehören. Und da ist dann ganz wichtig für mich, dass für die Kneipen keine Sperrstunde existieren darf. Und wir haben gedacht, wenn jeder die Hälfte sagt einfach, dann kommt doppelt so viel bei raus. Also, man muss dazu sagen, dass der Nighty vorher nämlich Wahlspionage betrieben hat. Das war nämlich unser Wahlprogramm, was der vorher gesagt hat, dass der Laden durchgängig geöffnet hat.
Das ist überhaupt nicht. Das stimmt aber. Nein, nein, das ist gelogen, aber ihr dürft 5 Leute wählen von uns. Von dieser Liste 2 und das ist wichtig. Und die ersten 3 stehen hier. Ah, ja, wie ist denn der Name? Emmy. Emmy, und für was steht Emmy? Das ist mein Name. Ja, was für ein Konzept. Ach so, ja, Freibier für alle. Freibier für alle? Ja, Freibier für alle. Für Kulturschock City? Ja, ja, aber nicht von mir. Unser Programm? Aber das Klatschen nicht vergessen! Leute! Halt die Rolle! Die Legalisierung vom Brunnenwasser zum Baden! Der glücklichen Hühner! Für eine verkehrte Welt! Für breite Öffentlichkeitsarbeit! Und für Handyverbot auf dem Lagerplatz! Kulturschock-Kondome! Und wir sind für Absurdität! Für Sonne! Mond! Sterne! Okay. Und unser ultimativer Wahlspruch ist... Ja, Frau Schröder, es war ungewöhnlich schwierig. Unsere Computer haben, wie bereits ermerkt, sich schwierig verhalten. Dennoch haben die meisten Wahlbezirke inzwischen ihre Stimmen ausgezählt und ich kann so tatsächlich das vorläufige Amtergebnis der Wahlen zum Parlament des Kulturschocks verkünden. Ja, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, im Wahlliste Stadtteil 2 entfielen überragende 65 Stimmen auf einen Herrn namens Nighty aus dem Diözesanverband Freiburg. Ja, und wer jetzt denkt, der Nighty sei unser einziger Parlamentarier gewesen, der liegt absolut falsch, weil wir hatten ganz viele Parlamentarier aus ganz vielen Stadtbezirken und die haben sich immer mittags an die Arbeit gemacht und haben sich um die wirklich wichtigen Probleme in unserer Stadt gekümmert, wie zum Beispiel zu hohe Preise im Supermarkt und die nächtlichen Ruhestörungen. Ja. Da es so viele spontane und kulturelle Aktionen auf dem Kulturschock gab, war es nötig, ein Kulturbüro zu eröffnen und vor allem ein Arbeitsamt. Es gab nur leider keine arbeitslosen Rover. Ich wollte gerade mal wissen, wo fliegt heute Abend die Kuh hier? Die Kuh wird fliegen, zum Beispiel im Kino und zum Beispiel in der es gibt eine Oppositionsparty um 9 Uhr in der kleinen Galerie. Für alle, die sich zu kurz kommen fühlen, wahrscheinlich. Und die Kuh wird auch noch fliegen um 11 Uhr beim Talkradio. Da wird die Telefondrähte heiß laufen. Und ansonsten, wer genau wissen will, was läuft, rund um der Uhr gelaufen. Vielleicht ist ja was auf dem Arbeitsmarkt, was wir machen können. Ich sehe da gerade die Luigeria Prontobello. Sucht Luigis und Lucias zum Pizzabacken und bedienen, oder wie das heißt. Ja, bisher sind jede Menge Arbeitsangebote da, aber noch keine Arbeitswillige. Also es gibt Jobs für alles, als Barmixer, als Urlaubsvertretung im Hostel und als... Ja, wie? Supermarkt. Ja. Genau, die freuen sich vielleicht auch. Und vor allem das Amt für kriminelles Unwesen sucht unbedingt, wie nennen sie es, Schutzgeldeintreiber. Aha. Ja, und das ist die schockige Schaltzentrale unseres Kulturschocks. Medial vernetzt und ganz wichtig mit Handy und Frau Stegmann zum Diktat bitte. So, hier haben wir jetzt also den Andreas Kind und der ist der Chef hier im Büro. Und wenn er vielleicht mal 2 Sekunden Zeit hat, dann stelle ich ihm mal gerade ein paar Fragen. Also, wie lange am Tag hältst du dich eigentlich hier im Büro auf? 5 bis 7 Stunden. Und was machst du da eigentlich? Also an dem Computer und so, das ist ja alles so mit der Technik, das ist so wahnsinnig hier. Aber erklär mal so ein bisschen, was du da eigentlich machst. Morgens sammeln wir hauptsächlich die Projekteinnahmen ein, das macht der Marc immer drüben. Das heißt, die Projekte geben morgens ihr ganzes Geld ab, was sie abends eingenommen haben. Das müssen wir dann zählen und eintragen und auf das Geschäftskonto wieder verbuchen.
die Hälfte geht in den Topf für die Bank, die andere Hälfte geht in meinen Topf. Davon ernähre ich mich hier auf dem Kulturschock. Und das Geld wird gezählt und gebündelt und geht dann danach wieder in den Geldkreislauf in die Bank rein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Dokumentationsreihe zum Kulturschock. In diesem ersten Teil möchten wir mit den niveauvollen Projekten beginnen, und zwar mit den Kulturprojekten. Im zweiten Teil, nachdem wir uns dann kurz in eine Parlamentsdebatte eingeblendet haben, möchten wir Ihnen unsere Fressmeile vorstellen. Da geht es dann von etwas dekadenter dazu, angefangen vom Café Schneider, bis hin zu Eisstiel, können Sie alles sehen, was wir so am Fresszeug gekriegt haben. Film ab! Also alle hopp! An dieser Stelle meine Nummer, klatschen die Leute eigentlich immer wie verrückt. Verstehe ich überhaupt nicht. Seid ihr so Hobby-Gaukler? Ja, also es hat irgendwann angefangen mit dem Pfadfindern vor 2 Jahren. Mhm. Also das war mit unseren ersten Leitern und die haben da immer recht viel gemacht und mit denen haben wir auch das ganze Zeug und da hat es angefangen. Seitdem machen wir das jetzt, ne? Ja, machen wir. Was habt ihr euch bei der Nummer gedacht? Eine Menge Scheißkopf, Esser. Also wir hatten, ja, das war sehr spontan, das haben wir eigentlich alles heute einstudiert. Jawohl. Mhm. Schadensbericht fürs Fernsehen. Der Fakir hat sich verbrannt. Moment, was ist denn kaputt gegangen? Ich habe etwas von meiner Spuckflüssigkeit verschluckt. Aber ich kann mal extra lüften, wer ich wirklich bin, wie bei Aschenputtel oder so. Oder war das Schneewittchen? Naja. Ich bin Sandy. Ich meine, man muss... Achtung, die Krönung meiner Nummer. Dieser Bär wird sich jetzt über glühende Kohlen rollen. Ja, das hat mir gar nicht ausgemacht. Da ich ziemlich unsicher bin, was mein weiteres Leben angeht, habe ich mir gedacht, ich gehe zur hiesigen Wahrsagerin und lass mir mal sagen, wie es so weitergeht in meinem Leben. Und deswegen, da hinten ist sie, sie wartet schon. Die Karten sind bereit, der Kaffeesatz ist getrocknet und wir gehen jetzt und fragen ganz einfach mal. So, das heißt das Keltische Kreuz. Ich hoffe, es kommt was Gutes dabei raus, weil, ja... Das heißt die allgemeine Atmosphäre, derzeitige Situation. Aha. Und wie sieht aus? Und zwar, du machst in deinem alten Trott weiter. Du willst nicht unbedingt neue Sachen machen. Das ist aber nicht so arg toll. Das ist ja toll, ne? Nee. Das sind deine Hoffnungen und Ziele. Und zwar, halt deine Ziele zu verwirklichen, die du hast. Aha. Aus dem alten Trott rauszukommen. Und ja, aus deinem Leben halt was zu machen. Das wird signalisiert oder symbolisiert durch eine Frau, die aus dem Wasser steigt. Das hat eigentlich nichts damit zu tun. Also es könnte auch was anderes auf dem Bild sein. Ja genau, es heißt halt der Stern. Wohlstand, kannst du mit deinem Geld gut haushalten. Oh. Also wenn ich ernst nehmen kann, ist es mit meinem Geld haushalten. Aber vielleicht kommt es noch. Was ist Sinn? In der Märchenerzählkiste zählt und kriegen jetzt ein Märchen erzählt von der tollen Märchenerzählerin Jenny. Genau. Ein keltisches Märchen. Einmal in jener Zeit, die längst vergangen ist, gab es in Rom einen König, der wurde Maxen Weltlig genannt. Er war ein schöner Mann, bewandert in höfischen Sitten. Heimwärts eilten sie durch den Tag und die Nacht, über Land und Meer, und wenn ihre Pferde erschöpft waren, ließen sie sich neue kriegen, bis sie endlich Rom erreichten, bevor den König starben. Hier liegt das Land, das unser Herr im Schlaf geschaut hatte. Und sie sahen ein Schloss an der Mündung des Flusses. Das war größer als jedes Gebäude, das je ein Sterblicher gesehen hatte.
Maxen und Elen lebten in Rom bis zum Ende ihrer Tage. Und von allen Königen war er der schönste und höflichste. Von allen Königen war sie die liebste und freundlichste. Und solange sie in Rom regierten, war Friede zwischen diesem Reich, der Insel und der, auf der wir wohnen. So. Einer der vielen Highlights der Kulturschock-Abende bzw. Kulturschock-Nächte war Talk at Midnight mit Nighty. Er unterhielt sich mit vielen interessanten Menschen, so zum Beispiel dem schwulen Rover Ralf aus dem Roverheftchen und dem etwas anders aussehenden Hans Peter. Wer bremst, verliert, das ist klar, gell? Aber manchmal ist es vonnöten zu bremsen. Gell? Aber sonst fahre ich mit dem Renner. Ich wäre normalerweise auch mit dem Rennrad heute hier runtergekommen, aber ich habe heute schaffen müssen und habe ja schon zwei Feierabend gehabt. Und ich bin 20, mache zurzeit meinen Zivi, der Gott sei Dank bald zu Ende ist. Und bin seit ich 14 Jahre alt bin schwul und lebe seit 2,5 Jahre öffentlich schwul in Augsburg. Oh, was hat denn der für einen roten Fuß und wieso rot, gell, das fällt doch auf. Und ja, aber dann frage ich dich, wieso hast du einen Hut auf, verstehst du, der aussieht wie so ein Klorolle-Dinger, gell, das ist, fällt ja genauso auf, gell, sag ich jetzt mal. Und es ist halt so, gell. Oder ich habe nur mal eine Prothese, da ist gar keine Verkleidung dran. Und da sagt meine Arbeitskollegin von mir, da siehst du aus wie der Terminator damit, gell. Da sage ich, ja, und, aber es ist funktionell, gell. Und wir hatten so ein kleines Feedback, wie es so jedem geht, was jeder so macht und so, privat ein bisschen. Und dann habe ich mir ein Herz und Mut gefasst und habe dann einfach gesagt, ja, also ich muss gestehen, dass ich schwul bin. Und habe das eben zu meinen Rovern allen gesagt. Es war eine kurze Schweigeminute und wurde eigentlich von fast allen positiv aufgefasst. Also ich lebe nach dem Motto, ich bin nicht behindert, ich sehe einfach nur anders aus. König Tobi stellt jeden Tag andere Dinge aus und heute ist seine eigene Ausstellung dran mit Karikaturen. Hier haben wir König Tobi. Guten Tag. Wie Na, geht's? Gut geht's, schön, ja. Gut geschlafen? Nein. Bist du zufrieden mit dem, mit der kleinen Galerie? Läuft's gut? Ja, man muss die Leute manchmal ein bisschen zu ihrem Glück zwingen, aber naja, heute habe ich seltsamerweise keine Probleme. Aber ja, das liegt, denke ich, auch am Thema, weil jeder mag Comics eigentlich heutzutage. Entsteht so ein Bild erst bei dir im Gedächtnis, in der Fantasie, oder entwickelst du das beim Malen? Ja, viel entsteht auch beim Malen, obwohl, also klar, so ein Grundriss hast du im Kopf, klar. Meistens ist es halt eher so da, dass du so die grobe Idee hast, also jetzt gerade bei so einem Comic, wie der Text laufen soll, also dann machst du dann die Bilder dazu. Und hier sind wir wieder beim Parlament vom Kulturschock. Bei ihrer ersten Parlamentsverkündigung war natürlich wichtig für jeden Bürger von Kulturschock City oder Schocking, wie auch immer man das nennt, dabei zu sein, um zu wissen, was denn so geht. Kommen wir zum Supermarkt. Ja, es gab einige Probleme mit den Getränkepreisen. Es hat sich geändert, wie ihr sicherlich heute Morgen festgestellt hat. Der Kasten Wasser kostet statt 1200 Kulturschockpfennig mittlerweile nur noch 900 Kulturschockpfennige, ja? Jedes Café, jedes Bistro hat halt sein eigenes Ambiente, ja? Also das heißt, in jedes Café, in jedes Bistro gehört die eigene Musik. Deshalb ist es scheiße, wenn wir sagen, macht jeder die Musik auf, es läuft nur noch das Radio. Und wir haben uns halt gesagt, Musikbeschallung für alle, jeder die Musik, die er will, aber auf
ein bestimmtes Limit begrenzt. Also gerade so, dass man es im Café hören kann und vielleicht gerade noch im Zelt nebenan. Also nicht so, dass es halt von hier bis nach hinten auf dem Schlafplatz dröhnt. Und ich denke, da sollten wir uns alle dran halten, weil das ist fair allen gegenüber. Besser. Wir probieren jetzt das Schokoladeeis aus, okay? Doch, doch. Ich nehme einen Eiskaffee. Ja, euer Eiskaffee ist. Halt, das müssen wir doch. Das, okay, wir halt gehen doch mal deinen Mund, Kamerakind. Wir gehen jetzt da rein und ich entscheide da drin, was ich will. Bananensplit, Spaghetti-Eis. Fistelspecher. Schoko-Kokosbecher. Gemischtes Eis. Eiskaffee. Eisschokolade. Alles mit Sahne. Ist ja genial. Erstmal zielen, ne? Danke. Ja, eigentlich schon. Und jetzt? Ja. Kamerakind Mausi probiert jetzt einfach das Eis. Und wie schmeckt's so? Ich mag keine Schokolade. Und jetzt? Kannst du ein Stück weiter nach rechts rutschen? Mhm. Danke. Irgendjemand in dem Saftladen? Thomas, setz dich mal daher. Nein! Was? Ist das wieder Robby drin? Ja. Oh, komm. Also wir sind jetzt hier... Au! Au, man passt doch auf, Mann. Wir sind jetzt hier, wie man sehen kann, im Lesesaal. Ja, und wir lesen hier gerade die Bravo und Mark von Take That. Ich habe geweint, sagt er über Robby. Der Thomas hat gesagt, wir lesen die Bravo, das stimmt nicht ganz. Der Thomas liest die Bravo. Ist in dem Saftladen irgendjemand? Ja, Mist, alles leer. Also wir wollten die Leute hier jetzt interviewen, aber es ist überhaupt niemand hier. Und das Problem ist, dass es hier außerdem noch Saft gibt und wir eigentlich noch Saft trinken wollten, aber es gibt nichts. Ich hätte gerne mal so einen kühlen Bananensaft getrunken. Muss ganz nicht, die haben nicht nur Illustrierten hier, sondern auch Tageszeitung. Okay, und jetzt das Horoskop für mich. Was bist denn du? Schütze. Schütze. In der Liebe klappt es nun endlich. Ja. Ja, was bist du? Jungfrau. Witzig. Ja, es ist mir gerade so durch den Kopf geschossen. Ein Witz. Ist ein Witz, der immer wieder gut ankommt. Was bietet Ihnen heutzutage eine gewöhnliche Milchbar? Schokoladenmilchshakes? Milch. Nicht so die Korova-Milchbar. Die Korova-Milchbar bietet Musik. Die Korova-Milchbar bietet Tanz. Die Korova-Milchbar bietet Party-Time. Das alles bietet die Korova-Milchbar. Korova-Milchbar, das ist mehr als nur Milch. Ich will zur Creperia, ja. Creperia, Cappuccineria, Cafeteria. Achtung, da ist eine Schnur. Ich bin professioneller Vollstück. Rechts? Jawohl, super. Hallo? Habt ihr offen? Ja. Nein, ja, Krebs dauert. Ich will erstmal einen Teig machen. Das ist aber jetzt sehr peinlich für euch, wenn das Fernsehen kommt und es gibt keinen Teig mehr. So, das ist der Crepe, den ich jetzt leider nicht essen darf, weil das der letzte ist, oder? So ist es, ja. Ist der vorbestellt? Der ist vorbestellt. Scheiße. Naja, wie man es nimmt, gell? Also ganz spät abends gibt es ein Special des Friseursalons und das ist ein Marillenknödel. Also nicht einer, sondern da gibt es mehrere, aber wir haben uns den letzten ergattert und den will ich jetzt verzehren vom Friseursalon. Ist ein bisschen komische Mischung, aber wir essen einfach, gell? Wir stellen da gar keine Fragen, wir essen einfach der Marillenknödel. Und die schmecken echt stark.
Hier stehen wir nun vor besagter Pizzeria Pronto Bello, Luigeria Pronto Bello. Und also man hat schon sehr viel davon im Lager gehört, also gepflegtes Ambiente, die Musik im Hintergrund hört sich jetzt nicht sehr besonders ruhig an, aber normalerweise soll die Atmosphäre gepflegt und ruhig sein. Und wir werden jetzt mal diesem Gerücht nachgehen und selber mal testen, wie das Angebot ist. Jetzt stehen wir hier vor dem Ofen, erstmal um ein bisschen zu erklären, was hier abgeht und was ist das für ein Ofen? Ja, es ist ein selbstgebauter Ofen, der ist komplett selbstgebaut. Also alle Schweißarbeiten, die da dran gemacht sind, alle Griffe, alles selbst gemacht. Und habt ihr da viel Arbeit drin gesteckt? Es steckt tierisch viel Arbeit drin. Wir sitzen jetzt hier und also gepflegt ist das Ambiente schon. Die Ober laufen schön mit Fliege und Weste rum und es ist ruhig und lauschig hier. Die Lampen strahlen ein gepflegtes Ambiente aus, wie schon gesagt. Und jetzt wird gleich, glaube ich, die Pizza serviert und dann werden wir mal probieren, wie sie schmeckt. Aha, da kommt sie. Danke. Wir haben lecker gegessen und getrunken und ich muss also sagen, es war wirklich sehr super, wie man auch am gefüllten Bauch sehen kann. Also ist schon nicht schlecht gewesen. Und wir können es also auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Es war ziemlich lecker und auch die Bedienung war sehr, sehr nett und Ambiente, wie gesagt, war gepflegt. Wir können es nur weiterempfehlen. Das ist eine ganz tolle Institution, die verkaufen hier Flammkuchen, Baguettes mit dem Werbeslogan Na, Blase näher, dann gleich zu KW Schneider und wieder auffüllen. Also wir gehen mal rein und lassen unsere Blase auffüllen und fressen den Flammkuchen. Also wir sind jetzt hier sozusagen Backstage, ja, hinter der Theke, in der Küche im Bistro Schneider und kriegen einen Flammkuchen. Ihr habt die schon fertig? Ja. Und woher kommen die? Einfach so aus der Tiefkühltruhe oder wachsen die da? Ja, die wachsen da. Ein Blick in die Tiefkühltruhe und wir sehen, hier wachsen die Flammkuchen. Und Baguettes. Und Baguettes. Im Bistro Schneider hat es zwar lange gedauert, es ist mittlerweile schon dunkel, aber jetzt haben wir ihn endlich, den Flammkuchen und das Kultbier dazu. Und wir essen es jetzt und probieren es einfach aus. Oh, also er ist schon mal heiß. Macht der Kameramann. Auf dem Flammkuchen befinden sich Tibi, Schinken und also Speck und so ein komischer Rahmendingsbelag. Und es ist in umweltfreundlichem Alu verpackt. Es wird dann in den grünen Punktsack geschmissen, in den gelben Sack mit dem grünen Punkt. Und somit funktioniert das alles. Ja, so viel zum Bistro Café Schneider. Wenn es pressiert wie Sau, dann Schneider. Also da muss ich jetzt mal was erzählen. Der Freund von einer Freundin von mir, dessen Freundin, also die zwei, die dann da zusammen waren, die haben zusammen mitgemacht bei diesem Supermarktüberfall und da gab es echt heftige Probleme, Eheprobleme sozusagen. Er hat sich danach in den Massagesalon abgemacht, um sich von oben bis unten verwöhnen zu lassen. Aber sie kennt nichts. Sie geht dann nämlich zu der Sonny Boys und lässt sich da eincremen, wirklich so richtig mit Trinks und allem. Und danach ging es beiden wieder gut und dann haben sie sich versöhnt und bei der Spontanagentur Pommes mit Wurst gegessen. Ist das nicht schön? Das ist nicht die Schlange vor unserer Supermarktkasse, sondern das sind die Gaffer, die von draußen schauen, was drinnen abgeht. Weil drinnen tobt und wütet die außerparlamentarische Opposition mit ihrem Anführer, dem König Tobi. Sie halten das Supermarktpersonal im Schach. Unser Reporter mittendrin live dabei. Diesmal nicht Sexopferkind, sondern Gewaltopferkind. Was meinen Sie zu diesem Gewaltakt? Ja, scheiße. Weil, zu wenig Leute von uns da. Aber es sieht doch im Moment gar nicht so schlecht aus, oder? Ja, schlechter Informationsfluss. Hier sehen wir mal wieder ein weiteres Gewaltopfer. Hallo? Wie geht's im Moment? Es geht mir ganz gut. Ist jemand von den Bankräubern in der Nähe? Wenn sie gefunden werden, müssen sie mit aller Härte und Schärfe des Gesetzes verurteilt werden. Also,
Keine Gnade. Keine Gnade. Und ich hoffe, dass die Sicherheitskräfte gegebenenfalls auch vom finalen Rettungsschutz Gebrauch machen. Ah, das sind potenzielle Gewalttäter. Ich würde sie sofort in ihre Heimatländer abschieben. In ihre Heimatländer? Woher denken Sie denn, kommen Sie? Also das sind erstens mal Baden-Württemberg, Niederrhein-Nord. Ja, das sind die Gebiete, wo solche Gewalttäter aufwachsen. Und das ist natürlich bedingt nur das Umfeld. Ich denke mal, generell müsste man überlegen, ob man nicht mit Hilfe der modernen Marktwirtschaft und der Entwicklungshilfe da Möglichkeiten schaffen kann, um diese Leute wieder auf den rechten Pfad zu bringen. Aber ich muss eins sagen, ich bin für den modernen Strafvollzug nicht unbedingt, das kann man so sagen, ja. Nämlich die harten Strafen immer noch besser wie die weichen, gell? Danke. Also ich möchte erstmal sagen, wir sind die grüne Opposition und die freien Radikalen. Und das ist eine Bewegung, die gegen tristen Alltag im Lagerleben ist, gegen den Trott, der hier schon eingekehrt ist. Und wir fordern natürlich Blümchenaufkleber auf den Prielflaschen. Das war Tobis Begehr. Außerdem fordern wir Chaos und Anarchie, aber das ist ja schon gut eingetreten. Außerdem sind wir gegen die Übermacht von Parlament und Organisationsteam. Ja, und wir sind auch eigentlich dagegen, dass solche Spektakel medientechnisch ausgeschlachtet werden. Die letzte Zuflucht der außerparlamentarischen Opposition war das Dach unseres Bürogebäudes. Von dort aus stellten sie weiterhin ihre Forderungen. Also wie man sieht, haben sie jetzt mittlerweile den Orgawagen besetzt. Und sie haben also Che Guevara ausgefahren, die rote Flagge. Man sieht, das sind also schon ziemliche extreme Imperialisten. Nein, auch nicht. Also sie sind schon ziemlich extrem, wie man sieht. Und mittlerweile haben sie sich also auch an den Lebensmittelbeständen des Orga-Wagens vergriffen und versuchen sie unter der Bevölkerung zu verteilen. Wie gesagt, sie scheinen ein bisschen unorganisiert zu sein, denn es hat nicht so ganz gefruchtet mit diesen Versuchen, die sie gestartet haben. Mit wem solidarisiert ihr euch denn jetzt? Nur mit dem Orga-Team oder mit, mit der Grünen Revolution? Also ich bin auch da im Entscheidungsfall und ich muss mir jetzt erstmal das Programm nochmal genau anhören und die Entwicklungen weiter betrachten. Und dann wird man ja sehen, also ich meine, sie haben ja gute Argumente, ne? Wie man sieht. Und man muss halt mal weiterschauen. Ne? Was meinst du dazu? Ja, also die Forderung nach mehr Kinderspielplätze, die imponiert stark. Die kriegen überhaupt nichts auf die Reihe. Das ist einfach nur stumpfe Argumente, sitzen da rum und warten auf weiß ich nicht was. Ich bin natürlich begeistert, dass es hier Freikaugummi für alle gibt. Ja, ich habe jetzt auch schon einen im Mund, das ist also ganz klasse. Aber mir ist noch nicht ganz klar, was hier die tatsächlichen Forderungen sind. Ja? Also da haben wir auch noch nicht so ganz durchgeblickt. Mhm. Also Blümchen auf Prielflaschen, weiß ich nicht, ob man das als... Kinderspielplätze für alle, ja, habe ich auch einen gehört. Baum ja, für einen Raum, ja, jeden Raum ein Baum oder andersrum. Also wir müssen dann nochmal richtig feststellen, was da überhaupt abgeht. Aber in der Tat. Aber ein kurzes Statement für die fürs Fernsehen. Ja, wir fordern für jeden Raum einen Baum. König Tobias, Tobi Damen aus Wesel als König. Die Monarchie und die Anarchie lebe. Und wir brauchen Kastenliche. Aufrufen, sich über die bestehenden Verhältnisse Gedanken zu machen und vielleicht kreativ zu sein, Ideen zu entwickeln. Und deswegen haben wir auch keine konkreten Forderungen, weil das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, sondern die Aufgabe des Volkes. Das ist einfach nicht das richtige Mittel, um mit dem Parlament in Kontakt zu treten, weil das Parlament tagt jeden Tag von 1 bis 2. Und wer da irgendwas einbringen möchte, der kann ja jeden, der ein wichtiges Schild hat, ansprechen und hier den Kusch-AK oder Teile des Kusch-AKs zu boykottieren oder zu besetzen sogar des Büros, ist eigentlich die falsche Richtung, das ist zu fundamental. Wir stehen jetzt vor dem hypergenialen Sonnenstudio bei den Sunny Boys und gehen jetzt mal rein, gucken, was hier los ist. Ihr habt viel zu tun, wie man sieht, bei dem Wetter, ganz klar. Was habt ihr denn da für Cremes? Ja, wir haben ja natürlich verschiedene Sonnencremes und ganz wichtig natürlich bei den Ozonwerten und bei der Sonne ganz verschiedene, unterschiedliche Sonne-Lichtschutzfaktoren. Die reichen von 6 bis 25, oder? Für jeden Hauttyp was dabei. Hauttyp was dabei, echt. Ah, man sieht schon, die Getränke kommen. Das ist natürlich bei dem Service natürlich dabei. Ist der Drink ist also in dem einen Creme mit drin. Was habt ihr so für Drinks? Verschiedene Fruchtsaftgetränke, ein Holiday, Fruchtmix und wie heißt der andere? Florida. Florida.
Aha. Wie lief die Woche so? Ich meine, wir hatten Tage mit weniger Sonne. Probepäckchen haben wir natürlich verteilt. Man muss immer zu den schlechten Bedingungen die Ware anpreisen. Aha. Ist das richtig gesagt? Ja. Kann man so sagen, oder? Ja, das kann man so sagen. Da ihr so viel zu tun habt, möchte ich euch da nicht länger stören. Viel Spaß noch. Tschüss. Wir sind ja gerade bei Rover Diskret, der tollen Partnervermittlung für Rover und Roverinnen. Ja, Wolfgang, und du willst dir heute die Frau deines Lebens suchen, ja, durch die Rover-Vermittlung. Ja, und was stellst du dir denn so vor? Blond, 90, 60, 90. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Aha, wir sind hier bei der Partnervermittlung, ja? Das hier ist der Wolfgang und der möchte gern eine Frau. Männlich, ja. Ja, ich denke schon. Dann Alter? Noch 21. 21, alles klar. Besondere körperliche Merkmale, Haarfarbe, Größe, Gewicht. Stark, muskulös. Alles klar. Intelligent. Deine Traumfrau, die du suchst. Also ab 18. Schreib mal ab. Nee, ab 19. Warum Wolfgang ab 19 und nicht ab 18? Ja, ich meine, man muss sich ja auch mit den Frauen unterhalten können. Und da ist halt dann unter 19 kommen keine qualifizierten Themen irgendwie rüber. Spiel, Spaß und Spannung. Ich habe aber noch mehr Wünsche, dann geht's vielleicht wieder. Spannung? Also, der häufigste Verwendungszweck ist spülen, waschen. Was die Frauen anbieten. Wie wär's mit ein paar romantischen Sachen, so genau, spazieren das ist, gehen. Ja, das kommt ja, das immer gut an. Also, da stehen die Frauen drauf. Candlelight Dinner. Genau, Tee trinken bei Kerzenlicht. Also ich brauch dich. Ich brauch dich, ist mein Kennwort. Hiermit erkläre ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, dass ich mit den Geschäftsbedingungen einverstanden bin. Ja, nein, schwarz-weiß. Gibt's irgendwelche Mädels, die schon in der Kartei sind? Natürlich, natürlich, ja, wir haben einen ganzen Haufen. Ja, wie lange wird das ungefähr dauern? So, wie lange muss ich rechnen? Ja, also noch eingehende Prüfung, würde ich mal sagen, so ein, zwei Tage, aber länger natürlich nicht. Ihr sollt es aber nicht überstürzen. Ich soll es dir schon Zeit lassen, weil ich will schon was Anständiges haben. Ne? Ja, Wolfgang, du kriegst was Anständiges. Vielleicht kommt ja in den nächsten zwei Tagen noch ein gutes Angebot rein. Ne? Ja, das könnte natürlich sein, Wolfgang, aber wir warten trotzdem mal ab. Vielleicht ist es ja die Liebe auf den ersten Blick. So, hallo, wir sind jetzt hier im Massagesalon in Kulturschock City bei den zwei reizenden Damen, Doris und Alex. Stimmt es, ja? Ist es nicht gefährlich irgendwie? Ich meine, kann man das machen lassen? Schon, was soll daran gefährlich sein? Ich meine, gefährlich könnte sein, ja, dass unsere Liegematte etwas nass werden könnte, wenn die Massagen zu intensiv wären, ja, aber mehr passiert da nicht. Muss ich mich hinlegen? Ja, du darfst dich jetzt auf den Bauch legen. Aha, soll ich das T-Shirt ausziehen? Mit gebrachten Handtuch, na selbstverständlich. Jawohl. Und einfach mal hier so langlegen. Und zwar wollte ich dazu jetzt nur noch sagen, also dieses Massageöl ist extra von uns zusammengestellt worden. Ja, das eine besteht aus Mandelkeimöl. Welches? Das ist das erste hier. Ja. Ich war einen Schluck voll. Wolfgang lebt immer noch, wie man sieht, anscheinend sehr gut. Auf jeden Fall, das möchte ich dann auch gerne ausprobieren. Und es geht auch an anderen Stellen, wie wir gleich sehen werden, an den pikantesten. Also, der Wolfgang hat jetzt endlich die Frau des Kulturschocks gefunden und die sitzen zusammen in der Kiste und da gehen wir jetzt hin, holen sie raus und sie gehen eine Pizza essen, wahrscheinlich eine Pizzeria. Dann haben wir nämlich die Pizzeria auch gleich abgedreht. Ist alles auf einen Schlag. Der Wolfgang verliebt sich unsterblich in sie, natürlich unsterblich in Wolfgang und aus dem Grund werden sie wahrscheinlich auch das Standesamt benutzen, aber das wissen wir alle noch überhaupt gar nicht und wir werden mal sehen. Einen wunderschönen guten Tag. Oh nein, jetzt verpisst man endlich mit einem blöden Kamera. Also ich finde es ganz toll, dass ihr hier jetzt so zu zweit in der Kiste sitzt. Wir heben das mal. Deinen Namen bitte? Daniela. Okay, den Wolfgang kennen wir schon. Ja, Wolfgang. Ich habe das Gefühl, die wollen etwas länger in der Kiste bleiben heute. Sie hat zwar gesagt, sie will hier raus, aber
es scheint sich nichts zu bewegen. Wir probieren das Ganze nochmal. Hallo? Der ist mit uns. Ja? Kommt ihr raus aus der Kiste? Ah, jetzt drängeln nicht so rum. Wie bist du dann jetzt vermittelt worden? Die haben mir einen Zettel gegeben, da drauf stand Kennwort, ich brauch dich und Kennzeichen Rose. Und dann habe ich mir eine Rose aus der Eisdiele genommen und habe sie mitgenommen. Das war das Einzige. Das ist spontan. Das ist wirklich spontan. Gell? Ich finde das toll. So ein Blind Date. Okay, was macht er jetzt? Weiß nicht, was machen wir? Weiß ich auch nicht. Wir könnten ins Café Schneider gehen. Du darfst nicht sagen. Okay, wir haben es nicht gehört. Wo gehen sie wohl hin? Gehen sie in die Pizzeria? Gehen sie ins Café Schneider? Oder wo gehen sie hin? Schwere Vorwürfe. Doku verarscht alle Leute. Wir halten sicheren Abstand. Es ist vielleicht doch etwas gefährlich. Der Wolfgang geht gerade weg und sie streckt mir die Zunge raus. Was hat das zu bedeuten? Ich vermute mal, es heißt, ich finde den Wolfgang ganz toll und lasst uns jetzt in Ruhe. Ich finde es toll, dass ihr den Wolfgang toll findet, aber wir lassen sie nicht in Ruhe. Wir sind jetzt beim Friseur und Thomas lässt sich das in die Haare rasieren. Ja. Dieses schöne Bild wird gleich hier hinten zu sehen sein. Machst du das öfter sowas? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das Nein, erste Mal. Nicht der erste, aber einer der ersten. Also wir haben sie gesucht und gefunden. Sie sitzen jetzt tatsächlich im Café Schneider und unterhalten sich. Und wir fragen jetzt einfach mal über was und wieso überhaupt sie sich unterhalten. Wir gehen mal rein und versuchen, dass das einigermaßen was wird. Wie weit seid ihr denn jetzt schon gekommen? Ich habe ihm meine gesamte Lebensgeschichte erzählt. Nee, na, es war gelogen, aber so ein bisschen. Aha, und wie alt bist du denn? 19. Okay, der Wolfgang ist 21. Warum bist du nicht weggerannt? Was? Weil es blöd ist, einfach wegzurennen. Du hast doch selber gesagt, dass ich ihn erst kennenlernen muss. Kann ich vorher schon wegrennen? Ich weiß schon, dass er auf einer Waldorfschule war. Ja, 13 Jahre lang. Und den letzten Monat war ich bei der Post, Nachtschicht. Wann kommen die interessanten Fragen? Erst wenn es dunkel ist? Oder, ja. Ich weiß überhaupt nicht, was du willst, echt? Ich meine, man muss doch erstmal ein bisschen rumreden. Ja, okay, aber das war jetzt genug Zeit, denke ich, ne? Zum Rumreden jetzt. Ja, und jetzt? Ja, jetzt. Was willst denn du? Ja. Wir reden dann noch ein bisschen rum, bevor wir heiraten, oder? Ja, schon. Ja, wir müssen das noch ein bisschen besprechen. Ausdiskutieren. Ja. Sehr aufschlussreich, das Ganze. Sie sind schwer motiviert, schwer bei der Sache, mit Mathe und Verfahrenstechnik und 3 Monate Post, nicht schlecht. Ich meine, es ist auch ganz interessant, dass der Wolfgang 13 Jahre auf einer Waldorfschule war und sie gerade vor 2 Monaten das Abi gemacht hat. Sie heißt Daniela, er heißt Wolfgang. Wie es weitergeht, wissen wir alle nicht. Wir sehen uns jetzt gleich wieder. Also wir sind jetzt hier am Chill-Out-Zelt und der Thomas ist hier. Thomas, was machst denn du hier? Chill-Out. Ja, toll. Kann mir einer mal sagen, was Chill-Out bedeutet, was es ist? Ja, dann komm mal her. Was ist ein Chill-Out? Das kommt aus dem Englischen, wie ihr wahrscheinlich wisst. Ich dachte Französisch. Nee, es ist Englisch, weil hat ja schon mal jeder Englisch gehabt in der Schule. Und Chill heißt so viel wie kalt.
Und Chill Out heißt auskühlen. Also das macht man immer, wenn man sich irgendwie super angestrengt hat, dann geht man in den Chill Out. Also das ist auf vielen Partys so, so Techno und so, ne? Genau. Und dann geht man halt in den Chill Out, da läuft dann ruhige, entspannende Musik. Und da kann man dann was trinken und kann sich eben ausspannen und später dann wieder auf die Party gehen. Kostet das was? Das kann ich euch nicht sagen, weil ich von der Milchbar bin, aber ich glaube, es kostet nichts. Aber da kann man sich auch, die haben eine Menge gute CDs und da kann man hingehen und wenn einem eine CD gefällt, die man nicht hat, kann man sich die kopieren und die haben sogar Leerkassetten und das kostet, glaube ich, 5 Mark für die Leerkassette. Das ist ja genial. Ja. Hier, wo die Musik herkommt, das süßes Chill-Out. Hey, das ist ja genial. Wenn das jetzt der Thomas sehen würde, wie genial das hier ist. Oh, ist das geil. Thomas, hier kann man noch viel besser entspannen. Es sieht ja mal nicht schlecht aus um Wolfgang und die Daniela. Daniela heißt sie, glaube ich. Was sagt die Partnervermittlung? Es hat jetzt doch noch geklappt mit viel Glück und viel Getue und Gemache. Ja, was denkst du, wie sieht's aus? Haut es hin, hat es mit den Zetteln ausfüllen, stimmen sie überein? Also sie interessiert sich mal nicht für Kunstgeschichte, hat sie gesagt. Und sie kommt auch nicht von der Waldorfschule. Und sie hat das Abitur gemacht in Mathe. Ja, wie siehst du da Chancen, dass da draus was wird? Es ist halt schwer, so, also ich finde die Chance schon nicht schlecht mit den zwei, weil, aber es ist schwer, so jemand Intelligentes wie der Wolfgang zu vermitteln, weil Kunstgeschichte ist halt nicht jedermanns Sache. Und wir haben gedacht, dass sie, also ich darf jetzt nicht den Namen sagen und so, weil ich ja alles ganz diskret bei uns. Doch, wir wissen, dass sie Daniela heißt. Ja, okay, Daniela. Ja, also ich glaube schon, dass es passt. Also vom Äußeren sehen sie sehr nett zusammen aus, finde ich. Also ist schon in Ordnung. Was hat sich getan im Bistro Schneider? Seid ihr euch jetzt wirklich näher gekommen, oder? Das sieht man ja wohl, oder? Ja, also, was soll ich sagen? Es klappt ganz gut bisher. Ja, also in weiter Zukunft ist vielleicht eine Hochzeit. Es gibt noch ein anderes Problem, das kannst du vielleicht sagen, weil wir müssen erst auch... Ja, ich muss mich erst scheiden lassen. Ja. Du bist schon verheiratet? Ja, mit der Cassie. Wir haben ja schon mit der Cassie gesprochen und die ist, glaube ich, ganz begeistert von der Sache, dass der Wolfgang und du jetzt, dass ihr heiratet. Ja, sie hat uns ihre Freude schon mitgeteilt. Aha. Positiv, endlich mal was Positives zu vermelden. Sie sind zuversichtlich, morgen ist wahrscheinlich die Heirat, kann ich soweit schon mal sagen, wenn die Scheidung vollzogen ist. Ja, ansonsten, was machen Sie noch? Sie gehen ins Kino. Wer eine Ehe schließen will, darf sie nicht nur vor seinem Gewissen oder nach sittlicher Erwägung schließen wollen, sondern er muss auch bedenken, dass die Ehe nach bürgerlichem Recht ein Vertrag ist. Ein Vertrag, der gesetzliche Formen verlangt, der aber auch eine Fülle von Rechtsverbindlichkeiten in sich schließt. Ich möchte doch das Publikum bitten, sich ein bisschen zurückzuhalten. Werter Tom, werter Martin, ihr habt euch nun an diesen sonnig schwülen 7. Augusttage des Jahres 1995 im Kulturschock-Standesamt eingefunden, um euch einander das Ja-Wort zu geben. Durch eure gemeinsame Vorliebe für den BAK, CAK, die Roverrunde und den Club 74 lerntet ihr euch schon vor vielen Jahren kennen und mit der Zeit auch lieben. Lieber Tom, du Juni-Sonnenschein-Kind aus dem schönen hessischen Taunus, möchtest du die Ehe eingehen mit Martin? Nein! Hey! Ja. Und so frage ich dich, lieber Martin, du Sommerkind aus dem schönsten Gebirge Deutschlands, möchtest auch du die Ehe eingehen mit dem neben dir stehenden Tom? Ja. So reichet euch einander die Ringe. Rechts, oder? Ja. Oder? Ich bin auch eins. Was ist das, prickelnd?
Mit diesem Bekenntnis, das ihr soeben von mir und all diesen hier anwesenden Zeugen gegeben habt, ist eure Ehe zustande gekommen. So seid ihr nunmehr kraftgesetzesrechtmäßig verbundene Eheleute. Moment! Ja, guten Morgen, Herr Gasparini. Wie gesagt, einen Tag danach. Mittlerweile geht alles seinen gewohnten Gang. Und was sagen Sie dazu? Sind irgendwelche Konsequenzen aufgetreten hier im Verlauf des Geschehens? Ja, das kann man so sagen. Wir als die Supermarktleitung haben natürlich sofort auf die Vorfälle reagiert. Das ist natürlich unsere Aufgabe, dafür kriegen wir unser Geld. Wir haben große Hinweisschilder außenseitig am Supermarkt angebracht. Das bedeutet, dass die Gewalttäter den Supermarkt erst gar nicht betreten müssen, sondern sie können direkt sich von außen informieren, dass dieser Supermarkt also schon bereits zweimal überfallen wird und dass sie doch bitte zum örtlichen Supermarkt nach nebenan gehen möchten. Ja? Wegbeschreibung gibt es hier drinnen. Also das heißt, im Rahmen eines Einkaufs kann man sich die Wegbeschreibung mitnehmen. Und dann, wenn es zu diesem Überfallgedanken kommt, das ist diese potenzielle Gewalttäterbereitschaft, dann zücke ich meine Wegbeschreibung raus und laufe zu diesem örtlichen Supermarkt und kann dann diesen überfallen. Ja, das Sicherheitsbewusstsein von unserem Personal ist natürlich gesteigert. Das ist ganz klar. Solche Vorfälle hinterlassen nicht nur körperliche Wunden, so möchte ich sagen. Ja. Und ich denke aber, dass wir durch unsere soziale und psychologische Betreuung unser Personal wieder auf den rechten Weg gebracht haben. Ja, ja, schön. Dann darf ich vielleicht nochmal, auch so im eigenen Sinne, auf unseren italienischen Tag hinweisen. Die Mortadella, heute nur 19,50. Vielleicht kann die Kamera das einfangen, weil das ist nämlich wirklich sehr schöne Wurst, hier hinten das. Und die Mailänder Salami nur 10,80. Ja, danke. Am Dienstag, den 8., wurde es plötzlich ganz kalt. Und was macht man, wenn es kalt ist, um 12 Uhr mittags? Man isst Pommes frites. Ja. Man isst Pommes frites. Mit Ketchup. Mit Ketchup, hoffentlich. Ja, bei der Spontanagentur. Und habt ihr noch frische Pommes? Ja, natürlich. Bietet ihr auch Ketchup zu euren Pommes an? Ja, kostenlos. Kostenlos Ketchup? Man kann entweder wählen, entweder kosten die Pommes nichts und das Ketchup kostet 150 oder die Pommes kosten 150 und das Ketchup ist dann kostenlos. Das ist ja das. Jetzt haben wir gegessen. Die Pommes waren super. Ja, echt stark. Und wie man sieht, ist der mega Andrang. Die Bierbänke werden schon auf der Straße aufgestellt. Die Leute bringen ihre Bänke selber mit, ja, weil die Plätze hier sind alle ausgebucht. Und die Pommes schmecken tatsächlich wie Pommes. Ja. Also normalerweise würde ich jetzt zu Hause vorm Fernseher sitzen und würde mir irgendeine billige Serie anschauen. Aber hier im Kulturschock, da mache ich das natürlich nicht. Denn hier ist viel geboten am Abend und man kann ins Kino gehen. Du kannst aber auch abzappeln in der Disco, im, wie heißt der gleich, im Club 74. Und dann kann man natürlich auch noch ins Casino gehen und da kannst du glücklich und reich werden. Wir befinden uns jetzt auf dem Weg zum Club 74. In der ganzen Stadt wird per Megafon durchgesagt, dass der Club 74 umgestellt wird. Die Riesenaktion, die zweite große Aktion heute mit allen Teilnehmern oder mit allen, die Lust haben, wie immer. Wir müssen da durch, ja, durch diese Einfahrt, dann ganz hinter zum Town und hinter den Hallen so noch 150 Meter darüber ist. Okay? Ja? Ja, wir sind jetzt mitten im Geschehen. Mittendrin. Noch sieht man strahlende Gesichter. Ist nicht ein bisschen schwer, so ein verkrampftes Gesicht? Doch, sehr schwer. Aber ist ja nicht mehr lang. Und ich denke mal, der LAK wird nachher mit Sicherheit so zwei Kästen Freibier rausrücken müssen. Ja, sie ziehen jetzt also an uns vorbei. Man sieht teilweise verkrampfte Gesichter in der Hand. Ja, sie laufen ein. Noch circa 50 Meter. Sie gehen schon langsam in die Knie, die Jungs. Jawohl. Jawohl. Ja, das war's. Er steht.
Wir haben jetzt gerade erfahren, dass sämtliche Helfer, die jetzt mitgeholfen haben, freien Eintritt kriegen. Wir finden das natürlich sehr sozial vom Club 74. Das haben wir ja gesagt, ne? Es ist kein Problem. Und dementsprechend haben wir uns halt auch gedacht, die Leute hier, die haben es verdient, ja, eben den freien Eintritt und so. Und ich hoffe, dass halt auch alle kommen. Werden wir mal schauen. Rober rocken im Club 74 durch die Nacht. Was läuft denn heute Abend? Heute Abend kommt erstmal Dschungelbuch, einstimmig gewonnen auf unserer Wunschliste. Und dann Selma und Louise. Dass das Dschungelbuch gewinnt, war mir klar. Wir haben nämlich, ich weiß nicht wann es war, irgendwann, als wir noch Lust hatten, nachts irgendwann mal das Dschungelbuch angemacht und auf einmal hatten wir hier 30 Mann drin sitzen. Also 20 bis 30 Mann und dachte, muss man es halt auch einfach jetzt nochmal zeigen. Also ich möchte jetzt wirklich nicht eingebildet klingen, aber das sind meine zwei Wunschfilme, die ich mir gewünscht habe. Siehst du mal. Wer bietet anstatt Eiskonfekt wie im normalen Kino dann halt Bier an? Wir bieten Bier an, ja. Wir haben ich meine, jetzt sitzt ihr dann praktisch den ganzen Abend hier vor der Leinwand. Was passiert danach? Schmeißt ihr euch dann in das restliche Nachtleben unserer Stadt oder ist dann ausgearbeitet? Kommt drauf an, also wir gucken schon mal, was noch los ist, also je nachdem. Können wir mal. Wir haben wirklich festgestellt, also vom Lara wirklich
teilweise total miserabel aussieht. Ne? Viele Leute sind schon bankrott gegangen. Man kann sich nur mal die Action-Agentur dahin angucken. Ich glaube, die kommen nachher auch noch vorbei. Und als wir gestern noch durch den Lahrplatz da sind, haben wir wirklich das Elend gesehen und haben uns gedacht, den Leuten muss geholfen werden. Und da haben wir uns spontan dazu entschlossen, dass wir jetzt doch irgendwas machen müssen, dass es den Leuten besser geht. Und haben uns spontan für eine Bahnhofsmission entschieden. Hier kommen gerade drei Leute, die wollen Kaffee. Kann mal irgendjemand Kaffee besorgen? Als Sozialschein. Der Inhaber dieses Sozialscheins ist berechtigt, einmal täglich Kaffee und Kuchen bei der Sozialstation ohne Entgelt zu erhalten. Einmal täglich seine Unterwäsche mit einem Kollegen zu wechseln. Einmal täglich für 45 Minuten auf dem Marktplatz zu betten. Dieser Schein trägt aufgrund mangelnder Schreibkenntnis keine Unterschrift des Inhabers. Wissen Sie überhaupt, wie das so ist, wenn man eine 3 Stunden auf seinen Sozialschein wartet und dann kriegt man nicht einmal was zum Trinken da, Hanne? Ja, das ist so hart, wir haben. Ich konnte noch nicht saufen. Lass es schmecken! Mag schon lustig. Schmeckt saftig. Komm, lass es schmecken. Ich räum mich mal wie Leander. Also, meine Moderation ist direkt vor den besinnlichen Projekten, aber ich habe euch einen Rap mitgebracht, weil der ist mir vorhin so spontan eingefallen. Bevor ich allein daheim nur stur rumhock, habe ich wohl nur Bock auf den Kulturschock, denn mir fällt ein 40 korrekte Projekte und abgecheckte, aufgeweckte Rovers. Wo gibt's denn sowas? Das war die Sache, die mir schmeckte und mein Interesse weckte und wir von ihm, Wolfgang, ich und Thomas. Auf Wiedersehen! Wir sind jetzt ganz leise, weil wir kommen gleich zum Zelt der Stille und da ist morgens immer Morgen und nachts immer Nachtimpuls. So, da ist es ja wirklich ganz ruhig. Dann werde ich mal sehr leise sprechen. Wollen wir mal reinschauen? Warum bist du heute mal ins Zelt der Stille gegangen? Ich wollte mich überzeugen, was das so bedeutet, diese Morgenrunde, und konnte mir darunter noch nicht so viel vorstellen, was da so getan wird. Und deswegen bin ich aus Neugier mal dabei heute. Ja, und was hat sich getan? Es wird eine Bibelstelle wird vorgestellt und die wird diskutiert. Wir haben jetzt auch Gottesdienst miteinander so feiern, dass es so nach innen wirkt, nach außen wirkt, dass es eine schöne Sache wird. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum ersten internationalen Handicap hier auf Kulturschock City. Ja, am Start war gerade soeben Wolfgang Völker, der es ganz klar geschafft hat. Er sieht schon die erste Schikane, schafft er es. Er muss ganz kräftig den Kopf einziehen. Er hat es geschafft und er kommt weiter. Die nächste Kurve ist ihm gewiss, denn es sind harte und wirklich schwere Kurven. Wird er es schaffen? Er hat sein Fahrgerät wirklich voll unter Kontrolle. Man merkt, er ist schon seit längerem im Geschäft. Ja, und da kommt auch schon das zweite Hindernis. Wird er es schaffen? Ja, ganz klar und souverän schafft er es. Ja, er schafft es. Ganz klar, hervorragend. Die letzte Kurve und schon ist er auf der Zielgeraden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, er hat es geschafft, er ist im Ziel. Nun muss er noch die letzten Klötze hinstellen und dann geht es gleich weiter mit dem Blindenfußball. Wir werden uns gleich wiedersehen beim Blindenfußball. Vielen Dank. Yeah.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen beim Handicap bei der Disziplin Blindenfußball. Die Spieler bereiten sich vor. Sie wollen noch kurze Informationen. Und da schon der Handpfiff, das Spiel beginnt. Harte Kämpfe und harte Sitten hier auf dem Spielfeld. Keiner sieht, was geht. Ja, sie rasseln wie wild. Sie wollen sich hören und sehen dennoch nicht. Oh, ein böses Foul. Wie konnte das nur geschehen? Der Spieler torkelt noch blind durchs Bild. Ja, was wird denn da geschehen? Ein hartes Spiel, ein spannendes. Kult, Kulturschau, Kult, Kult, Kulturschau, Kult, Kult, Kulturschau, Kult, Kult, Kulturschau, Kult, Kult. So, wir melden uns jetzt vom Bauchtanzkurs und wollen mal schauen, was da so abgeht und gucken erstmal eine Weile rein. Bevor sich unser Erregungszustand noch weiter steigert, lassen wir die Gruppe dann wieder weiter üben bzw. sich erholen. Also vielen Dank und tschüss. Um was geht es denn in diesem Spiel? Ja, was habt ihr denn alles für Spiele? Habt ihr auch Tischfußball? Nein, leider nicht. Also viele Spiele haben die ja schon. Wir unterbrechen dieses interessante Interview und widmen uns ganz dem interessanten Streetball, das auch das Spielezelt organisiert hat. Drauf gekommen bin ich dadurch, dass wir in La in diesen Kleingruppen die Idee hatten, irgendwas zu hinterlassen, und da ein Kunstwerk unserer Meinung nach immer Geschmackssache war und wir uns auf kein Kunstwerk einigen konnten, habe ich mir gedacht, muss man halt irgendwas hinterlassen, was vielleicht auch ewig steht. Also es geht ja darum, dass du die Mauer aufbaust, ohne dass du Mörtel benutzt, und von dem her musst du schauen, dass die Steine möglichst ineinander passen und die sich gegenseitig belasten, also die unteren durch die oberen belastet werden, dass sie nicht vorne rauskippen. Mit dem BUND läuft das. Also Bund für Umwelt und Naturschutz, die haben diesen Umweltlehrpfad angelegt und auch schon angefangen mit der Trockenmauer, und wir haben weitergemacht. Also das heißt, es ist für jeden möglich, hier noch einen Stein drauf zu legen, und es wäre dann auch okay. Es wäre aber nicht so geschickt, wenn du jedes Mal einen Stein da drauf wirfst, dann störst das ganze Biotop, dann ja Ameisen dann und Eidechsen und was noch. Also sie hält wirklich. Liebe Kulturschock-Besucher, liebe Gäste von Schocking, also wenn ihr über unseren Platz lauft, dann kommt an der Souvenirbude vorbei, dann müsst ihr unbedingt euch so eine Flasche Sekt kaufen, und dann kommt ihr zu uns ins Hostel rüber, wo wir jeden Abend die große Sause machen und jeden Abend hier uns die Sektflasche hinter die Binde kippen. Also es schmeckt wirklich hervorragend, und wenn ihr nachher nicht mehr laufen könnt, wenn ihr nicht mehr heimkommt, dann könnt ihr also ohne Probleme im Hostel übernachten, oder ihr lasst euch den Rikscha-Service kommen, der euch dann durch irgendwelche dubiose Ecke unserer Stadt nach Hause führt. Müsst allerdings aufpassen, dass euch die komischen Mitglieder vom Projekt B nicht eins um die Rübe hauen, nur um euren letzten Sektvorrat anzukriegen. Alles klar und tschüss. Was bietet ihr alles an? Sekt, Original Kulturschock-Sekt, dann Postkarten. Das sind die T-Shirts. Ach so, ja. Postkarten, Abzeichen. Was kostet ein Abzeichen? 250. Wir haben uns gedacht, alle bringen ihre Zelte mit, und wir wollten halt etwas Extravagantes. Und dann haben wir uns das Bauholz besorgt, und naja. Und dann haben wir den Schuppen hingestellt innerhalb von 2 Tagen. Ich hoffe, die Leute kaufen noch alle unseren Kulturschock-Sekt. Sekt war die größte Ausgabe, die wir hatten, und auch da, wo wir am meisten für gearbeitet haben. Und das wäre schade, wenn der jetzt nicht weggehen wird. Wir haben noch mindestens 150 Flaschen übrig. Das ist original Andare trocken. Steht sogar Andare, drauf. Aha. Was ist Andare? Ein besserer Sekt halt. Da der Kulturschock offen ist für alles und jeden, haben wir auch gleich dafür vorgesorgt, dass die Leute, die vorbeikommen wollen und einfach nur reinschauen, auch länger bleiben können. Und zwar in unserem wunderschönen Hostel, wo es auch ein wunderbares Frühstück gab mit
Marmelade, Nutella und Hühnern von Alex Hühnerhof ganz frisch auf den Tisch. Jetzt sind wir bei den rasenden Rikscha-Fahrern. Wie man sieht, relativ windig. Also im Moment geht's noch. Die Jungs sind ein bisschen langsam. Sie haben es als Aufforderung verstanden und treten nun kräftig in die Pedale. Also mal gucken, wie uns die Mädchen beobachten werden. Keines Blickes gewürdigt, leider. Vielleicht sind wir doch nicht so attraktiv mit unseren Rikschas. Wie teuer ist eigentlich eine Fahrt? Auf dem Platz 50 Pfennig, also 50 Kulturschock-Pfennig und außerhalb, je nach Entfernung, zwischen 1 und 2 Mark, also 100 und 200 Pfennig. Also, schön. Habt ihr gehört? Also es lohnt sich auf jeden Fall und es ist auf jeden Fall Spaß, den Spaß wert, wie man sieht. Also, ja, hier werden wir nun wirklich ziemlich stark beobachtet. Wir werden auch noch aufmerksam gemacht, da ist okay, also mittlerweile wird sogar mein Kopf rot, zum Glück sieht man das nicht, da wir im Schatten sind. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. Womit wir beinahe wieder am Messegelände wären, es war sehr spaßig, die Jungen schwitzen, wir nicht, so soll es sein, es gibt doch noch eine Klassengesellschaft, wir haben sie gefunden. Es ist herrlich, sie zu erleben. Es macht Spaß, ich kann es euch nur empfehlen. Jo, das war's. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my Kennt ihr euer Laden nochmal bitte? Actionagentur, und ich darf hier in aller Öffentlichkeit nochmal darauf hinweisen, die Actionagentur bietet viele tolle Programme, ein Matschvolleyballturnier, ein mittelalterliches Gelage mit Spanferkel, Fassbier, Schaukämpfen und so weiter. So, wir haben jetzt schon viel von euch gehört, aber was bietet ihr konkret heute an? Heute bieten wir unsere Eröffnung an, wo sich jeder genau über unser Programm informieren kann. Ab 15 Uhr, da ist zum Beispiel dabei ein Matschvolleyballturnier, ein mittelalterliches Gelage mit Schaukämpfen, Fassbier, Spanferkel. Dann haben wir auch. Das ist ja sehr interessant, was uns dieser junge Mann hier erzählt. Der Werbefilm, der gestern Abend gezeigt wurde in der Premiere und in der Vorpremiere, kam leider ein bisschen zu spät. Warum? Was ist passiert? Wer will antworten? Also wir sind total pleite und wir haben einfach kein Geld mehr und deswegen möchte ich eigentlich zu Spenden aufrufen. Also wer uns noch irgendwie Geld hat, weil wir nagen vollständig am Hungertuch, der soll bitte hier vorbeikommen und vielleicht uns ein oder zwei Kulturschockpfennig geben, damit wir uns überhaupt noch eine warme Mahlzeit leisten können. Aus der Actionagentur haben wir jetzt gewechselt zur Unternehmensberatung, weil wir haben leidvolle Erfahrungen gemacht mit Unternehmen, die pleite gegangen sind. Und deswegen, aus dieser Erfahrung heraus, fühlen wir uns befähigt, hier diesen Supermarkt wirklich in Ordnung bringen zu können. Wir werden einige Preisveränderungen vornehmen, wir werden das ganze Erscheinungsbild des Supermarktes verbessern, wir werden einfach alles so hin verändern, dass wirklich das Ziel erreicht wird. Als ich das Mädchen mit den Latzhosen sah, Juppidu, Schalalala, da war mir eines sofort klar, Juppidu, Schalalala, sie ist nicht so wie die anderen sind. Schockierend in der Ausschreibung, auf dem Kulturschock gibt es eine Rotlichtbar und die Leute, die sich das wagen, die interviewen wir jetzt, Rotlichtbar, live auf dem Kulturschock. Also wir klären die Leute auf, die also was wissen wollen, zum Beispiel über Sex, über ihre Probleme und so. Und halt alle, die was wissen wollen, über die Entstehung des Menschen. Gibt es sonst noch was zu sagen zu eurer Rotlichtbar? Ach, im Großen und Ganzen Insider-Sauf. Also, wenn die meisten Zelte dicht machen, so ab 3 Uhr geht sie erst richtig los. Was uns jetzt mal ganz besonders interessiert ist, können wir uns hier krank schreiben lassen und gibt es eine Gewerkschaft für Kameramänner?
sehr wichtig. Den Sachbereich bearbeite ich jetzt nicht, da müsstet ihr euch später an den Alex wenden, wenn der wieder vom See zurück ist. Tut mir leid. Kann ich euch jetzt momentan nicht helfen. Also der ist jetzt gerade am See. Jo. Das ist natürlich schlecht. Das Projekt B hat diesen Siebdruck hier gemacht. Da sind Sie ganz stolz drauf. Bei diesem Interview wurde das Geheimnis des Projekt B gelüftet. Leider haben wir, tja, wie das jeder lesen kann, eine Tonstörung und wir können uns auch leider alle nicht mehr dran erinnern, um was es da so ging. Also dann bleibt es also weiter das große Geheimnis um Projekt B. Wir wenden uns jetzt einem sehr arbeitsaufwendigen Projekt zu. Es ist aber auch ein sehr wichtiges Projekt, nämlich die Kulturschock-Zeitung. Und offensichtlich wird die gerade hergestellt, also das heißt zusammengelegt. Kulturschock-Zeitung, Extrablatt. Wie lange am Tag müsst ihr eigentlich arbeiten für die Zeitung? 24 Stunden. Und wann schlaft ihr? Gar nicht. Kulturschock-Zeitung, Extrablatt. Wieder eine ganz banale Frage, was habt ihr eigentlich für eine Auflage? 100, 150, 200. Kulturschock-Zeitung, Extrablatt. Wer, wie, das? Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht mag, bleibt dumm. Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Bam, bam, bam. Kulturschock-Zeitung, Extrablatt. Hey Leute, das Wetter wird immer kälter, aber eine Gruppe heizt uns richtig ein. Und zwar ist das das Kulturschock-Radio und wir gehen jetzt rein und interviewen die. Guten Tag! Oh, die sind gerade auf Sendung. Die sind gerade auf Sendung. Ja, die sind live auf Sendung. Und wir interviewen uns aber gleich. Am Anfang waren es zwei Radiogruppen. Also das wollten zwei Radiosender. Eigentlich sind es drei. Also es gibt dann auch erstmal diesen Club so und so. Ja. Und die haben sich dann auch Radio genannt. Dann gibt es die aus Künzelsau und uns. Und wir machen das dann zusammen. Und die da hinten gibt es auch noch. Ich glaube, die nennen sich gar nicht mehr Radio. Warum beschallt ihr den ganzen Platz? Ja, sicherheitshalber, damit es auch wirklich jeder mitkriegt. Und damit keiner abdrehen kann, natürlich. Ja. Ah, hallo, hier ist das Schockradio. Und, hört ihr uns? Ja, spitzenmäßig. Heute Morgen um 11 Uhr wurde der Feinkostschock überfallen. Es wurden vom Supermarktpersonal Geiseln genommen und die Räuber verschanzten sich im Supermarkt. Nach einer mutigen Befreiungsaktion durch den Kusch-AK konnte man schließlich wieder einkaufen. Die Räuber, die man zum wohl berühmt-berüchtigten Lichermilieu zählt, konnten leider entkommen. Vielleicht machen wir das mal auf anderen Lager nochmal oder beim nächsten Kulturschock, wenn es einen gibt. Habt ihr schon Erfolge gehabt mit eurer Werbeagentur? Ja, natürlich. Wir haben zum Beispiel dieses wunderschöne Plakat gemalt und auch ziemlich viele andere Plakate und Werbung im Radio und so weiter. Kundgebungen für Schnitzel und Pommes. Ja, wir haben ja zu Hause sowieso diese fantastische Firma Skipower AG und unsere Werbeabteilung ist nur eine Unterabteilung derselben. Und was verlangt ihr so für Werbung? Das ist unterschiedlich und individuell den Bedürfnissen der Kunden angepasst. Ihr habt aber kein Konzept irgendwie, oder? Ihr macht das immer so spontan. Ja eben, genauso wie gerade eben, individuell den Bedürfnissen der Kunden angepasst. Hallo, noch alleine heute Abend? Niemand am Lagerfeuer zum Kuscheln? In der Party-Talkline warten viele nette Menschen, denen es ähnlich geht wie dir. Vielleicht könnte mehr daraus werden. Ruf an ab 22 Uhr unter der Nummer 669966. Trau dich, du wirst es nicht bereuen. Also ich wollte eigentlich nur erzählen, dass meine femininen Gefühle total verletzt sind, weil ich habe im Lischer Ingo seine Blutspuren beseitigen müssen, habe dann voll entrüstet die falsche Nummer gewählt und beim Männertelefon angerufen. Das hat mich total irritiert und deswegen habe ich es dann gleich nochmal probiert und war glücklicherweise beim Frauentelefon. Die haben mich dann irgendwie besänftigt und ich wollte voller Elan ins Spülzelt und
das eigentlich machen, was ich schon die ganze Zeit machen wollte, nämlich spülen. Und dann war das Netzprojekt B, nein, die Spontis waren da und wollten Aktion Käsekuchen durchführen. Also konnte ich das auch nicht machen. Also insgesamt etwas frustrierend. Die glanzvollen Eröffnungsfeierlichkeiten der Licher Hardcore-Kneipe, die mit feuchtfröhlichen Wettspielchen ziemlich kurzweilig von den späten Morgenstunden in die frühen Morgenstunden gestaltet wurden, fanden ein jähes Ende. Licher Ingo riss sich das Maul auf und brach sich das Wadenbein. Deshalb pilgert heute der gesamte Kulturschock, sprich 250 Rover und Roverinnen als Licherkette ins Offenburger Hospital, um Ingo sein Lieblingslied zu singen, die Licherhymne. Na, 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 na. Alle Leute sind jetzt gekommen hier ans Krankenhaus, um den Ingo zu besuchen. Wie man sieht, sind ziemlich viele, fast alle eigentlich vom Lager. Schön in Kluft, wie sich das gehört, mit Halstuch und Knoten. Und es ist ein bisschen Verwirrung jetzt, weil man nicht weiß, wo sollen wir hingehen. Wo ist der Ingo? Warum läufst du hier mit? Ja, ich finde es ein Gefühl von Solidarität zum armen Ingo. Warum bist du jetzt hier dabei? Ja, weil ich den Ingo schon seit Jahren kenne und der mir einfach so leid tut, wie scheiße das ist, ja, nach 3 Tagen schon im Krankenhaus zu liegen und völlig am Arsch zu sein. Ja, ja, hier sind wir nun bei dem Leidgeprüften. Hallo Ingo, na, erstmal, wie geht's? Ja, ich leide natürlich unbeschreiblich. Seht ihr mir an, die Qual. Wie ist denn hier das Personal? Das Personal ist ganz nett, die Schwestern sind ganz süß und die Pfleger sind auch ganz ansprechend, ja. Besonders wenn sie um 12 Uhr nachts kommen und rektal Fieber messen. Tragen den jetzt 6 Wochen und nach einem Jahr kommen die Schienen raus. Aha, schön. Und das machst du dann zu Hause in Edstein? Ja, da hole ich mir einen Schraubenzieher und mach die 7 Schrauben raus, ja. Wie ist das eigentlich? Also, weiß ich nicht, man hat jetzt so viel gehört, so von wegen besoffen im Kopf. Stimmt das? Ach, ich war vielleicht ein bisschen angeheitert, aber besoffen war ich nicht. Ich habe ein paar Witzchen gerissen nach unten in der Notaufnahme, aber das war's. Wir kommen jetzt gleich hier in den Innenhof rein und man hat uns gesagt, Ingo soll hier hinten drin liegen. Er soll sein Zimmer zum Hof haben. Sind wir mal gespannt, ob das stimmt. Wir sind mit 2 Teams hier dabei. Hier sind ungefähr 200 Leute, Ingo. Jetzt komm endlich aufs Fenster. Lass dein Böhnchen liegen und komm jetzt endlich ans Fenster. Die große Frage, die hier alle bewegt, kommt Ingo ans Fenster oder schafft er es nicht ganz? Er hat gesagt, er hat große Schmerzen. Wir sind gespannt, ob er es schafft. Das sind ja richtig viele. Mein Gott, ist mir das peinlich. Kleines Statement, was sagst du dazu? Ich bin fasziniert von dieser Licher-Fangruppe. Ja, doch, ist lieb. Jetzt noch eine kleine weitere Überraschung. Oh Jesus, das Bein ist morgen wieder gut, glaube ich. Hi, wir haben ihn mit letzter Gewalt halt ans Fenster geschleift und jetzt wird er mir ein paar Sachen ins Ohr flüstern und die werde ich euch dann runtersagen. Ja, wie gesagt, ich bin fasziniert, dass sich so viele herbewegen konnten. Er ist, wie gesagt, fasziniert, dass sich so viele hierher bewegt haben. Obwohl es halt einen Licherstand gibt, wo es ziemlich viel zu trinken gibt, oder? Also ihr solltet eigentlich eher am Licherstand sein, weil es da viel zu trinken gibt. Also der Ingo schwitzt schon. Ja, langsam geht's ab. Langsam geht's ab, der Ingo schwitzt schon. Also der Gesundheitszustand sinkt rapide. Außerdem ist aufgetischt, der Ingo hat Hunger. Ja, dann bedanken also wir uns zurück. Recht herzlich vorher kommen und für das super Ständchen genau noch mal ein letztes Mal die Hand zum Gruß heben. Ich heb die Krücke. Ein überwältigendes Ereignis für Ingo Fieberg. Er sitzt jetzt wieder hier beim Essen,
Einmal kurz bitte auf die Suppe. Perfekt. Okay, das war's mit der Live-Reportage aus dem Krankenhaus. Also nächstes Mal machen wir Notruf, heute nur einen Nachbericht. Dankeschön. Hallo, hier ist das Männertelefon. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Teile dieser Sendung Ihre feministischen Gefühle verletzen könnten. Wir raten Ihnen deshalb, nur weiterzuhören, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie keine haben. Sie haben noch 3 Sekunden Bedenkzeit, um zu prüfen, ob Sie der Sache auch gewachsen sind. 1, 2, 3. Hallo Jungs, da wir jetzt wohl unter uns sind, kann die Show losgehen. Was hat Flügel, lebt im Dunkeln und saugt Blut? Always Ultra. Was sind alle Ex-Freunde von Steffi Graf? Na, ist doch klar, Grafiker. Das war eine Gemeinschaftsproduktion von der Spontanagentur und der Doku. Ein bisschen Spaß muss sein und wir haben uns überlegt, dass man eine Kamera ja auch verstecken kann. Unser Lockvogel Emmy steht schon seit Stunden im Spülzelt und wartet auf seine Opfer. Was die Opfer nicht wissen, sie werden von dieser Kamera beobachtet. Wenn Emmy nun auf die Tasse klopft, sehen Sie, was dann passiert. Was hast du gemacht? Moment. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Den Hahn aufgedreht. Ich hab den Hahn aufgedreht. Das ist ja gut. Probier. Na ja, probier du mal. Ey, was soll denn das? So ganz normal. Ja, nur das Star Wars kommt, ist nicht so normal. Was geht denn da? Das kam da wieder. Was ist das denn? Komm mal. Mach mal. Was? Du kannst das. Das wollte ich jetzt nicht so. Das war eher unwartet. Was hast du da gemacht? Ich hab Wasser aufgedreht. Nein, ich hab Wasser aufgedreht, hier. Das darf doch normal nicht sein. Ja, hier schon nicht. Hast du es ganz heiß gehabt, dass es vielleicht in... Nein, gar nicht. Ich hatte es auf kalt und dann aufgedreht. Na, komisch. Scheiße, was geht denn? Ja, was geht nicht? Ja, nee, also da gehe ich jetzt nicht mehr rein. Das ist ja, also. Halt! Was machst du denn? Was war das eben? Was war denn das hier? Ich bin ganz nass geworden. Ich hab da auch gedreht, ja, dann ist es da rausgespritzt. Ja. Mach wieder. Ja, ich hab da nur aufgedreht, mein Schatz. Ist kaputt. Jetzt ist kaputt. Ist auch kaputt. Ja, was? Das ist ja ein Müll. Halt, weißt du, wo der Schlauch hinführt? In die versteckte Kamera. Darfst nicht im Weg. Zeig dir nass vor. Hallo Mädels, ich bin's, euer Frauentelefon. Sensibel, feminin und lila. Bei mir erfahrt ihr die geheimsten Wünsche der schönsten Männer dieses Lagers. Aber heute nur erstmal ein paar Tipps. Erstens, suche dir einen Beschützer. Zweitens, widersprich ihm nie. Drittens, verwöhne ihn. Viertens,
bring ihm ein Bier ans Lagerfeuer. Fünftens, frage nie, liebst du mich noch? Denn das tut er sowieso nicht. Und nun noch der Insiderinnen-Tipp des Tages. Heute ist ein ungerader Tag. Die Shovi-Schweine bedienen euch zwischen 2 und 3. Tschüss. Am Ende sind wir. Das Ende der Kulturschock-Dokumentation. Gell, Mausi? Super. Ja, und wir wollten nur noch gemeinsam nochmal Tschüss sagen. Tschüss. Ja, das war sie nun, die Kulturschock-Dokumentation vom Sommer 95 und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, und jetzt muss die Mausi hier drehen. Schock, 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 Kultur, Schock, 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 Kultur, eine Vision der Oberregion. Schock, Schock, Kultur, Schock, 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 Kultur, Schock, Schock, Kultur. Kulturschock. Shut up.